Hallo und herzlich willkommen im Wald. Eigentlich will ich was anderes erzählen, aber gerade wollte ich los, da hat der Nikolaus geklingelt. Und der Nikolaus hat das hier vorbeigebracht. Das ist wohl die Tipp Winter Edition. Hatte ursprünglich erstmal keinen Plan, was das sein soll. Beziehungsweise im Päckchen lag zunächst mal obendrauf ein Brief und da ging es darum, dass ich gefälligst den Weg finden soll, wenn es dunkel ist. Herzlichen Dank übrigens, sehr, sehr gut geschrieben. Hab arg lachen müssen. Und deswegen bin ich schon davon ausgegangen, dass es irgendwas zum Leuchten ist. Aber in dieser extrem coolen kleinen Box, das hat irgendwie was, ne? Und sind wir mal ehrlich, solche Dosen können wir alle hervorragend gebrauchen, um irgendwelche kleinen EDC-Päckchen reinzupacken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Dose gefällt mir ganz ausgezeichnet für irgendwelche kleinen EDC-Päckchen zum Reinpacken. Also Dank Nummer 1 erstmal an die Dose. Dank Nummer 2, das Ganze ist in doppelter Ausführung vorhanden. Jetzt sehe ich meine bessere Hälfte so schnell nicht. Ich würde sie mal bitten, dass sie gerade bei irgendeinem anderen Video geschwind mal schnell, also wenn sie mal wieder da ist, beziehungsweise ich bei ihr bin, geschwind mal schnell ins Bild hüpft und nochmal Danke sagt für ihre. Also genau die gleiche Dose habe ich halt nochmal für die Evelyn. Schatz, wenn du das siehst, dann muss ich es dir nicht anders erzählen, spart Zeit und Arbeit. du hast genau auch sowas. Und das können wir hervorragend gebrauchen, insbesondere in doppelter Ausführung, aber dazu komme ich gleich noch. Wir wollen ja weg, ne, im nächsten Sommer. Ich habe schon so halboffiziell mal hier und da so ein kleines bisschen halb verraten, wo wir hinwollen. Ich werde es jetzt noch nicht ganz offiziell verraten. Aber da, wo wir jedenfalls hingehen, da brauchen wir möglichst alles in möglichst leicht, ohne gleichzeitig jetzt ultra leicht und damit nicht ultra robust zu sein, weil ausdrücklich empfohlen wird und ich würde mich dieser Empfehlung anschließen, auch wenn es Leute gibt, die das anders machen. Es gibt immer Leute, die Dinge anders machen. Aber ich würde mich der entsprechenden Empfehlung derjenigen, die da im Land wohnen, anschließen wollen und nicht versuchen, das Ganze mit ultra leichtem Zelt und ultra was auch immer leichtem Zeug entsprechend machen zu wollen, falls der Schneesturm kommt. Ne? Dann ist nämlich ultra light vielleicht ein Ticken zu light. Deswegen haben wir schon robustes Zelt, robuste Ausrüstung, alles schön solide, dass es nicht kaputt geht und ordentlich was aushält. Aber es gibt natürlich Dinge, bei denen kann man schon enorm Gewicht sparen, beziehungsweise nicht unbedingt enorm, aber so im Einzelnen als Summa summarum, wenn man wirklich immer nur so ganz kleine futzelige Dingelchen mitnimmt, kommt dann schon was zusammen. Ne? Und wir sind im Norden, das heißt, es wird nicht schnell dunkel und es wird auch wahrscheinlich nicht arg dunkel sein. Es ist sehr, sehr, sehr stark bewölkt und wir werden ohnehin nicht nachts unterwegs sein. Und deswegen glaube ich, dass man mit so einer ganz kleinen Taschenlampe, insbesondere wenn die so leicht ist, dass man davon auch problemlos zwei mitnehmen kann, eine pro Nase, durchaus ordentlich was reisen kann. Ne? Und selbst wenn wir dann mal abends noch ein bisschen rummarschieren sollten, ist das dann kein Problem. Und außerdem haben wir auch Möglichkeiten zum Aufladen dabei. Aber jetzt schweife ich hier ewig weit ab. Das hier ist jetzt also eine Taschenlampe in der Winteredition. Sehr, sehr weihnachtlich. Also echt eine coole Idee. Das ist ein tolles Geschenk. Also auch als Geschenkidee einfach. Ich denke ernsthaft drüber nach, ob ich sowas auch brauche zum wiederum anderen Leuten verschenken. Also meins behalte ich natürlich. Und das für die Evelyn kriegt natürlich die Evelyn, ja. Aber da könnte man ernsthaft drüber nachdenken, weil man hat ja auch noch ein paar andere Leute, die man potenziell vielleicht sowas schenken könnte. Auch in dieser Box. Oh. Ja, was ist da drin? Erstens, das ist auch eine coole Idee, hier so ein lustiges Zettelchen. Da kann man jetzt theoretisch irgendwelche Grußbotschaften hinten drauf schreiben. Also wenn das jetzt so, ne, mit Widmung und Ähnlichem. Also auch eine sehr, sehr coole Idee. Hast du jetzt nicht gemacht, lieber Schenkender. Macht ja nichts, hast ja einen Brief beigelegt. Langt vollkommen, bin ich sehr begeistert. Und wie gesagt, der Brief. sehr zum Lachen, doch. Ja, und jetzt ist da eben entsprechend dieses kleine Taschenlämpchen in Tannenbaumgrün und Weihnachtsrot. Also ich persönlich finde das sehr schick, das Design. Entsprechend drin. Und
Ja, das ist die Nightcore Tip in der Metallausführung. Ich muss gestehen, ich habe mich jetzt, damit ich ein bisschen was Sinnvolles erzählen kann und nicht nur sagen kann, dass ich begeistert und dankbar bin, ein ganz kleines bisschen schlau gemacht. Ich hatte keine Ahnung, dass es die gibt. Was ich weiß, ist, dass es gibt die Nightcore Tube, weil die habe ich ja schon seit Jahr und Tag entsprechend im Einsatz und hängt wirklich schon lange an meinem Schlüsselanhänger beziehungsweise ja am Schlüsselbund, und die ist schon doll, aber erstens ist der Akku ein kleines bisschen klein, natürlich dieses Funzelmodus hier, ne? Das langt dicke zum Schlüsselloch finden, das langt auch um schnell mal abends aufs Klo zu finden oder was, wenn man irgendwo in fremder Leute Wohnung ist oder keine Ahnung, oder mal im Zelt was suchen möchte, im Rucksack was suchen abends, wenn schon zu duster ist, um im Rucksack was zu erkennen. Wenn man mal unterm Bett was suchen muss, was runtergefallen ist, passiert mir häufiger. Langt völlig, und sie hat halt noch, ist das jetzt der helle Modus? Das ist der helle Modus. Und sie hat noch den hellen Modus, ne? Der hat, weiß ich nicht, irgendwas knapp 200 Lumen oder 100 irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch jetzt so auswendig nicht mehr sagen. Ich kann es euch vielleicht unten hinschreiben. Ich denke, das mache ich. Ne? Dann schreibe ich es euch unten hin. Und ich weiß aus Erfahrung, dass im hellen Modus man mit dem Teil sich eigentlich wunderbar nach Hause navigieren kann. Also das geht schon eigentlich ganz gut, sofern man seinen Schlüsselbund dabei hat und sofern man hin und wieder mal dran denkt, das Teil aufzuladen, weil das hat hier unter dem kleinen Gumminopsel, ja, jetzt kann man ihn sehen, jetzt ist er scharf, hat es einen Micro-USB-Anschluss und damit kann man das Ding dann eben entsprechend aufladen. Na, habt ihr jetzt hoffentlich gesehen. Schön ist, wasserdicht, na, also zumindest spritzwasserdicht. Ob man es jetzt in die Pfütze schmeißen darf, weiß ich nicht. Kommt nicht vor, dass ich Dinge in Pfützen werfe. Von daher ist mir egal. Das ist aber spritzwasserdicht, per se schon eine schöne Sache. Und da muss ich jetzt, das ist jetzt so die eine Sache, die mich ein kleines bisschen zum Nachdenken anregt, wenn ich mir dieses wunderschöne Lämpchen hier angucke, weil das hat auch einen Micro-USB-Anschluss, ne? Da kann man ihn sehen, und leider ist der halt jetzt nicht großartig geschützt. Andererseits, wie oft hänge ich meine Taschenlampe in den Regen, ne? Und ob da jetzt ein paar Tropfen reinkommen, ist, glaube ich, auch gar nicht so dramatisch. Ich habe inzwischen mir sagen lassen, ich weiß es nicht, ob derjenige, der mir das gesagt hat, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ne? Aber da meinte jemand doch, ja, solange der dann wieder trocken ist, bevor du da irgendwie Strom drauf bringst, sprich da was anschließt, ist das okay, dann verträgt das auch ein paar Tropfen Wasser und das ist alles gar nicht so dramatisch, also da muss man sich jetzt nicht kaputt machen, deswegen natürlich in die Pfütze werfen sollte man das Ding dann auch nicht, ne? Also das ist sicherlich, da ich mich ja schlau gemacht habe, das wollte ich ursprünglich noch erzählen, ist ein Danke-Video, ich darf verwirrt sein. Da ich mich schlau gemacht habe, habe ich herausgefunden, es gibt das auch in Plastik, und in Plastik ist es dann auch mit einem entsprechenden Stöpsel, mit dem man den USB-Anschluss entsprechend verbergen kann. Aber dann ist es nicht so cool zweifarbig in der Winter Edition. Ne? Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Wiegt nix. Ne? Also kannst du vergessen. Wiegt wirklich quasi nix. So, und weiterhin habe ich mich nochmal schlau gemacht mit den technischen Spezifikationen, wie gesagt, damit ich ein bisschen was erzählen kann. Hier steht wohl was hinten drauf. Ne? Hier steht maximal 360 Lumen. 360 Lumen für so ein winziges Teil ist schon Hossa, die Waldfee. Also das ist krass. Ne? Also wie gesagt, das Teil ist winzig und wiegt nichts. Das kann ich mir auch an den Hut montieren, ne? So als Hutleuchte. Und das ist jetzt kein Witz, das kann ich wirklich. Okay, richtig rum sollte man es entsprechend anbauen und machen wir kurz an. Na? Tada! ja, weitere Vorführungen folgen später. Ne, und da muss man einfach nur ein bisschen Panzertape dabei haben. Habe ich ja. Und dann kann man sich das an den Hut beppen und schon hat man eine quasi Stirnlampe. So gut wie jede Stirnlampe auch. Und das Gewicht da oben auf der Hutkrempe, das spüre ich nicht, die Bohne. Gar nicht. Also ich glaube, die Plastikversion wiegt 24 Gramm, hatte ich eben nachgeschaut.
kann mir nicht vorstellen, dass das signifikant leichter ist, weil das wiegt 28 Gramm. Oh, also schwerer, nicht leichter. Egal. So, jedenfalls, hier drinnen steht halt drauf, 360 Lumen, maximale One-Time, 46 Stunden. Das ist dann im Mini-Modus, ne? Wie heißt das ja? Das heißt halt einfach der Moonshine-Modus oder was weiß ich, mit einem Lumen, ne? Also so wirklich auf Lichterketten-Niveau. Irgendwie wahrscheinlich sogar noch ein bisschen heller als Lichterkette. Also heißt, man sieht, es ist an, aber viel mehr sieht man da auch nicht. Und das langt aber bei völliger Dunkelheit erfahrungsgemäß. Also erstens langt schon, um sich ein bisschen zu blenden. Und zweitens reicht das bei völliger Dunkelheit vollkommen aus, um mal ein bisschen was zu lesen. Jetzt ein ganzes Buch möchte ich da, wenn Sie jetzt auch nicht schmökern, da würde ich dann schon noch eine Stufe höher schalten wollen. Aber wenn man mal eben eine Kleinigkeit lesen möchte, ne, oder auf die Armbanduhr, die nicht beleuchtet ist, gucken möchte, die ist natürlich beleuchtet. Das war übrigens auch mein Geschenk. Ne? Ich habe es beim entsprechenden Danke-Video vergessen. Ausgerechnet dieses Teil, was ich seitdem quasi durchgehend am Handgelenk habe, habe ich beim entsprechenden Danke-Video vergessen. Also, falls du zuschaust, die Uhr ist absolut toll. Ich bin total begeistert von dem Ding. War wohl ein Flohmarktfund vom Schenker, aber nichtsdestotrotz, ich kann die hervorragend brauchen. Das Armband ist super, hebt immer noch. Ich bin normalerweise ein Mensch, der Uhrenarmbänder, jetzt wird es eklig, schnell durchschwitzt. Passiert, ne? Und wenn ich so drüber nachdenke, ist hier vielleicht noch eine Gebrauchsanweisung unten drin, weil hier ist ja noch dieses und dann ist da noch ein und da ist ja tatsächlich noch eine Gebrauchsanweisung. Oh, das ist ja praktisch. Warum? Und sogar noch mit Ben findet spannende Dinge und sogar noch mit Schlüssel. Oh, das ist ja toll. Oh. Nochmal zur Kenntnisnahme, die Dose an sich ist auch schon... Bin ich jetzt seltsam, wenn ich mich über die Dose fast so sehr freue, wie über die eigentliche Lampe? Ich glaube schon. Dann können wir ja zu den technischen Daten das noch viel besser nachgucken. Eine Gebrauchsanweisung und wisst ihr was, dann muss ich jetzt doch einen Schnitt machen, weil dann gucke ich da mal schnell rein und schaue mal, ob ich da... Was ist das? Was ist das? Das ist ein Garantiekärtchen. Das ist ja cool. Ja, ich mache mal einen Schnitt und gucke mal hier rein. Das ist ja cool. So, Ben hat gelesen. Ben kann jetzt einen auf total routinierter Taschenlampen-Reviewer machen. Das machen total routinierte Taschenlampen-Reviewer so und darauf hinweisen, dass das eine QXP G2S3 LED ist. Völlig von Arsch, diese Information. Entschuldigung. Professionelle Taschenlampen-Reviewer sagen einem natürlich genau, was für eine LED das ist, ne? Also das mag ja interessant sein für den Elektroinstallateur unter uns oder welche Berufe auch immer mit Elektro es alle gibt, ne? Ich kenne sie nicht alle, es gibt viele, denke ich. Ist nicht böse gemeint, liebe Elektromenschen. Will euch da nicht auf den Schlips treten. Meine Fresse. Jedenfalls hier weitere tolle Informationen. Die haben hier doch allen Ernstes einen 500 mAh Akku drin verbaut. Bitte was? 500 mAh in diesem Futzel? Also da, wo ich herkomme, waren 500 mAh mal viel. Es gab mal Handys, die hatten Akkus. Das war auch sowas um den Dreh. Das war zum Teil sogar noch weniger und das hat tagelang gehalten, Wochen. Jedenfalls 500 mAh halte ich schon für extrem viel. In Anbetracht dessen, dass das ja immer noch... Da kommt wieder ein Flugzeug. Ich kann nicht im Wald sitzen, dass ein Flugzeug kommt. Jedenfalls, man könnte es wegleuchten. Na, mit der Stufe nicht, aber so, jetzt! Hat funktioniert, fliegt weg. Entschuldigung, ich bin tatsächlich sehr begeistert. Das ist wirklich faszinierend. Ne? Und eine weitere unglaublich wichtige Information. Das Ding ist Impact geschützt für bis zu 1,50 Meter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein bisschen weiter auch noch funktionieren würde. Und dieses Zeug hier ist hart anodisiertes Aluminium, Military Grade. Ähm,
lauter technisches Zeug, was ich dann wieder nicht verstehe. Was ich wiederum verstehe, ist dieser tolle mitgelieferte Schlüsselring. Hier der große, der hebt bis zu 50 Kilo. Ich bin begeistert. Und, oh nein, Gewicht 23,5 Gramm. Das ist sogar noch ein Ticken leichter als die Plastikvariante. Ja gut, Alu ist leicht. Mit Batterie. Oh. Ja gut, aber kommen wir mal wirklich zu den Hanifix interessanten Dingen. Die Modi, die da drin verbaut sind, das sind 4 Helligkeitsstufen. Es gibt halt eben diesen einen Lumen-Dingerich. Das ist der hier. Da läuft das Ding bis zu 46 Stunden. Das ist schön, das sollte man auch bei erwarten können. Dann haben wir Mittel. Reicht vollkommen aus für Nahnavigation. Also wenn man gerade nur mal vors Zelt treten möchte, um aufs Klo zu gehen, ist das mit Sicherheit ausreichend. Das ist mit Sicherheit auch ausreichend als Zeltbeleuchtung, wenn man es mit dem Schlüsselring oben an die Zeltleine hängt. Mache ich mit meiner anderen, mit meiner kleinen Tube, habe ich das auch schon gemacht. Das langt zur Zeltbeleuchtung, wenn man wirklich nur so grob ein bisschen wissen möchte, wer da neben einem liegt und so. Dann langt das vollkommen aus. Und dann gibt es noch Hai. Hai ist mit Sicherheit schon völlig ausreichend, um problemlos den Weg zu finden, wenn man weiß, wo man langläuft. Ne? Also man fällt nicht in irgendwelche Löcher. Man kann damit mit Sicherheit, da bin ich völlig überzeugt, das sind 150 Lumen, das reicht dicke, problemlos nach Hause navigieren. Ne? Was man halt nicht kann, da müssen wir so ehrlich sein, ist wirklich gut irgendwo navigieren, wo man keine Ahnung hat, wo man eigentlich langläuft. Das wird dann schwierig. Und auch weit entfernte Objekte aufklären wird schwierig. Andererseits muss man das unbedingt, ich sage nicht, no, nö. Und wenn man das doch dann mal möchte, dass man zwischendrin mal wirklich ein bisschen mehr Licht braucht, um einfach mal ein bisschen weiter zu leuchten, um zum Beispiel nach Vorhandensein von Wegweisern zu suchen, dann war bisher halt eben, ne, dass so kleine Taschen dann 150 Lumen haben, das ist jetzt noch nichts Besonderes für mich. Ne? Das kannte ich schon, das wusste ich schon, damit bin ich eigentlich auch gut zurechtgekommen. Aber was man halt nicht konnte, war dann halt wirklich vernünftig nach Wegweisern suchen. Und deswegen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob deswegen, aber Tatsache ist, dass dieses Ding neben dem High-Modus hier auch noch den Turbo-Modus hat. Und der hat dann sage und schreibe bei diesem Futzellämpchen 360 Lumen. Also ich hatte früher mal noch eine Stablampe. Das war so ein Apparillo hier. Ne? Das war so eine der ersten von diesen ollen, hart anodisierten Aluminiumstablampen, die inzwischen jeder Depp in 17.000 auffacher Ausführung von Fahrenheit geschenkt bekommen hat. Davon gibt es ja zigtausend und früher hatten die mal 360 Lumen und das war früher mal viel. So. Und das hat auch vollkommen gereicht. Und ich weiß noch, dass ich mit so einem 360 Lumen Ding mal im Wald unterwegs war und es kamen mir 2 Leute entgegen und hatten mit irgendeiner Taschenlampe auf dem Leuchtniveau, vielleicht auf dem Leuchtniveau uns entgegengeleuchtet, war mit Frau unterwegs und wollte Frau beeindrucken, also andere Frau als aktuelle Frau, ist lange her. Und ich habe zurückgeleuchtet mit 360 Lumen und die haben gemeint, oh, die Sonne! Na, also es kommt wirklich stark drauf an, was man gewöhnt ist, so ein bisschen. Und ich bin ja sowieso der Meinung, das Maximale, was man im Wald überhaupt an Taschenlampe anmachen kann, ist 1000 Lumen, weil mehr macht keinen Sinn, weil wir haben Bäume, ne? Und jeder Baum, auf dem man leuchtet, schmeißt hinter sich einen großen Kegel von Schatten. Und je näher man an Bäumen dran ist und je dichter der Wachsen der Wald ist, desto weniger kannst du mit mehr als 1000 Lumen was anfangen, weil das schmeißt dann dir jeder Baum wieder einen Schatten in die Gegend und du siehst im Endeffekt auch nichts. Selbst wenn du mit 10.000 Lumen den Wald ausleuchtest, kannst du trotzdem nicht weit gucken, weil viel zu viel Schatten durch die diversen Bäume da dann eben entsprechend ins Bild geschmissen wird und sieht scheiße aus, bringt nichts und man weist nur darauf hin. Also das Einzige, was funktioniert, ist, dass man dich sieht. Das tut man wahrscheinlich noch 3 Dörfer weiter. Und wer das haben möchte, bitte. Aber für meinen Geschmack macht das überhaupt keinen Sinn. Und 360 Lumen ist wirklich, wirklich viel, viel Licht im Dunkeln mit an Dunkelheit gewöhnte Augen. Das macht richtig hell. Ne? Also das kann ich garantieren. Außerdem ist der Abstrahlwinkel ganz hervorragend geeignet, um halt eben das auszuleuchten, wo man hinlaufen möchte, da wo man durchläuft und so weiter und so fort. Nicht so ein Punktstrahler, der irgendwie was weiß ich was in weiter Ferne anleuchtet, halte ich für ganz, ganz, ganz gelungen. So, jetzt sind hier noch diverse schöne weitere Informationen
und avoid direct eye exposure. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie, es macht sich wieder jemand darüber lustig, wenn der Ben versucht, Englisch zu reden. Er wird verstanden im englischsprachigen Ausland. Sie halten ihn für komisch und sie haben vielleicht auch recht, aber verstanden wird er. Und ja, IP54 rated. Ach so, das Teil ist also doch in irgendeiner Form so ein bisschen wasserdicht. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Bla bla, Memory bla. Okay, also was man jetzt natürlich wissen müsste, wäre, was IP54 jetzt schon wieder ist. Immer diese bescheuerten IP. Ein erfahrener Taschenlampen-Reviewer kann euch jetzt auswendig sagen, welcher von diesen bescheuerten IP-Standards für welche Wasserdichtigkeit steht. Heutzutage schreibt man ja nicht mehr dazu, ist spritzwasserdicht oder ist mach's halt nicht allzu nass oder irgendwie sowas, womit jeder mal was anfangen kann. Nein, man schreibt IP54. Und irgendwie scheinen die erfahrenen Taschenlampen-Reviewer zu meinen, dass wir alle wissen, was das heißt. Also ich nicht. Naja, egal. Jedenfalls, hilfreiche Informationen gibt es hier nicht. Leuchtdauern, wollte ich erzählen, genau. Also High, 150 Lumen eben, also vollkommen ausreichend, um irgendwo hinzulatschen im Walde, also mal nach Hause zu gehen oder sonst was. Das hält eine Stunde, 30 Minuten. Das langt auch vollkommen, um nach Hause zu gehen. Ne? Also ich bin selten länger als eine Stunde 30 irgendwo mitten im Wald und muss dann noch länger als eine Stunde 30 rumlatschen, bis ich halt dahin komme, wo ich hin möchte. Und wenn es dann die Dunkelheit überrischt und man hat noch keinen Lagerplatz und so weiter und so fort, dann kann man mit einer vollgeladenen so einer Taschenlampe mit Sicherheit auch noch genügend Licht erzeugen, um dann halt eben auf die Schnelle dann schnell noch Lagerplatz zu finden und auch noch ein Zelt und Tarp oder was auch immer aufzubauen, ohne dass einem das Teil leer geht. Also das sollte vollkommen ausreichen, eben dieses High, zumal man mit dem 35 Lumen mit Sicherheit auch schon zur Not genug Licht hat, um mal eben ein Zelt aufzubauen. Ne? Da geht es ja nicht darum, dass man sehen muss, wo man sein Zelt hat und wo man gerade ist im Wald und über weite Strecken, sondern man muss nur detailmäßig am Zelt vielleicht sehen oder Tarp, wo man jetzt am besten den Knoten macht oder wo man die Zeltstange reinsteckt und so ein Zeug. Ne? Und gute Zelte haben da sowieso so ein reflektierendes Bändchen vorne, daher lassen wir das. Da wird ein sehr langes Video für eine Taschenlampe, eine kleine. Das Schöne ist jetzt dadurch, dass man, wenn man dieses Teil in die Hosentasche steckt und dann da rumläuft, ne, und diverses andere in der Hosentasche hat, dann kommt man sicherlich häufiger mal auf den An-Aus-Schalter und macht das aber aus Versehen vielleicht auf den High-Modus entsprechend und dann ist es relativ schnell vorbei mit Leistung, weil wenn das so in der Hosentasche liegt, dann ist es bald leer. So, deswegen gibt es, soll man wohl 2 Sekunden An- und Ausschalter gleichzeitig drücken, einen entsprechenden Sperrmodus. Ne? Ich mache das mal. Bup. Dann flasht, soll das kurz einmal blinken, das hat es jetzt getan. So, und wenn ich jetzt nur mal aus Versehen auf den Knopf komme, passiert nichts. Faszinierend, ne? Also ich kann jetzt Hosentaschen-Simulation, so viel ich möchte, auf den Knöpfen rumdrücken, da geht nichts an. Sau praktisch, ist wirklich eine richtig, richtig sinnvolle Ergänzung. Jemand hat behauptet, das hätte die kleine Tube auch, aber bei mir funktioniert das nicht. Also ich weiß nicht, was ihr dann richtig macht, was ich falsch mache, oder vielleicht habe ich auch ein älteres Modell, weiß ich nicht. Aber das funktioniert jedenfalls idiotensicher. Und wenn man jetzt länger drauf drückt, auf den Einschalter geht es auch nicht, also selbst wenn man jetzt das irgendwie dumm einklemmt und der Knopf bleibt dauerhaft gedrückt, geht es auch nicht an, sondern man muss beide Knöpfe drücken und dann geht es wieder an. So, und eine andere lustige Funktion, die das Ding hat, ist im ausgeschalteten Zustand, also wir haben hier den Ein-Aus-Knopf, ne, und den Modus-Wechsel-Knopf, und wenn man jetzt den Modus-Wechsel-Knopf drückt, dann blinkt hier unter den Knöpfen, blinkt da so eine kleine rote LED, das kann man jetzt glaube ich nur schlecht sehen. Ja doch, jetzt sieht man es. Und je nachdem, wie oft die blinkt, jetzt blinkt sie zweimal, kann man hier nachlesen, sagt einem das, wie der Akkustand noch ist. Das ist doch auch toll, eine Akkustandsanzeige. Das habe ich bei der kleinen Tube nämlich vermisst. Das hat mir schon gefehlt. Ich wusste nie, soll ich das Teil jetzt aufladen oder nicht? Ist da jetzt noch was drin oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Man verfolgt das nicht so nach, wie oft man das so benutzt. Und die hier sagt, wenn sie zweimal blinkt, dann hat sie sowas um die 50%. Ein bisschen weniger als 50%. Wenn sie nur einmal blinkt, dann hat sie noch etwa ein Viertel. Nee,
below 10%. Below 10%, also auf gut Deutsch ist es gleich aus. Zwei Flashes below 50% und drei Flashes würde bedeuten above 50%. Und ja, mein Englisch ist scheiße, ich weiß es. Ich bin Forstwissenschaftler, nicht Engländer. ja, also das ist auch nochmal so eine richtig coole Sache. So, und dann muss ich euch jetzt noch damit nerven, warum ich so begeistert von diesem Steckerchen bin. Weil hier ist nämlich dieses schöne Steckerchen damit geliefert. Und wahrscheinlich werden mir jetzt technisch versierte Leute erzählen, dass es die in jedem Baumarkt oder in jedem Elektrofachhandel oder sonst was genau so zu kaufen gibt. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich habe gefühlt inzwischen 10 USB zu Micro-USB, also sowas hier quasi, Kabel. Aber der springende Punkt ist, es sind Kabel. Das hier ist ein Stecker. Und warum ist ein Stecker so viel toller als ein Kabel? Naja, ganz einfach, das wiegt nix. Und das Kabel brauche ich nicht. Wenn ich draußen bin, was soll ich mit dem scheiß langen Kabel? Ne? Wenn ich meine Taschenlampe irgendwo an der Powerbank oder an meinem Solarpanel oder sonst wo aufladen möchte, dann will ich die da dran stecken und dann brauche ich die in dem Moment nicht und dann warte ich halt, bis die aufgeladen ist. Da brauche ich kein Kabel. Ein Kabel wiegt ein paar Gramm. Ne? Und da kann man also wirklich ordentlich was sparen, indem man sich diesen scheiß Kabelsalat sparen kann. Außerdem kann sich ein Kabel verheddern und ein Kabel nervt. Und das finde ich richtig praktisch. Das wird jetzt wahrscheinlich mein Haupt-USB zu Micro-USB oder wie auch immer der heißt. Vielleicht heißt es auch Mini-USB. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls wird das mein neues Hauptladegerät für solche Geräte wie dieses Ding hier. Und das Coole ist ja, was wir nämlich am Überlegen waren, da muss ich jetzt noch eine kleine Anekdote erzählen. Wir sind gerade diverse Überlegungen machen wegen der anstehenden Tour. Ne? Und eine Überlegung, die ich persönlich mir dauernd mache, ist, nehme ich zwei Micro-USB-Ladedingelchen mit oder nur eins? So, und da wir jetzt aber zwei von diesen Lampen haben, also wir als Paar, haben wir jetzt zwei von diesen winzigen, und damit hat sich die Frage, ob zwei oder eins mitnehmen, schon erledigt. Weil meine Solarpanel-Powerbank-Kombi, die hat zwei Anschlüsse. Man kann also zwei Geräte simultan laden. Theoretisch, wenn man dann bereit ist, zwei USB-Kabel mitzuschleppen. Und die Tatsache, zwei USB-Kabel mitzuschleppen, war mir bisher immer schon ein bisschen nur damit ich schneller das Zeug laden kann. Weiß ich nicht. So, und deswegen, aber mit dem Ding hier, da kann man dann wirklich ganz ernsthaft drüber nachdenken, was dann auch sinnvoll ist, weil ich nämlich ziemlich oft am Kamera-Akkus laden werde, sein werde. Und die lassen sich ebenfalls, die haben so eine kleine Ladeschale, dann kann man, habe ich schon ausprobiert, kann man dieses Ding da dran stecken und dann passt diese Ladeschale wunderbar eben entsprechend an den Anschluss und das alles quasi in der Tasche, in das die für die Powerbank gedacht ist. Gut, man kann die Tasche nicht mehr zumachen, weil der Akku dann da oben drauf steht und der ist dann irgendwie zu groß, aber im Großen und Ganzen, dieses kleine scheiß Ladeding, da freue ich mich mindestens so sehr wie über die Dose. Also vielen herzlichen Dank, das ist ein wunderschönes Geschenkchen. Hast du meinen Geschmack voll und ganz getroffen, also 100%. Ich bin total begeistert und auch das Design in diesem Weihnachtslook hat irgendwie was. Also ist im Grunde, es ist halt das Gegenteil von taktisch. Und irgendwie finde ich das jetzt ganz cool, dass mal ein Gegenstand verdammt nochmal bunt sein darf. Muss ja nicht immer Waldfarben und schön getarnt und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist eine Taschenlampe, die will man ja im Dunkeln finden. Und wenn die dann eine etwas auffälligere Farbe hat, das schadet bestimmt nicht. Also, ne? So. Und das hier ist tatsächlich ein Garantiegärtchen. Sau cool. Also wirklich, ich bin begeistert. Und. Ja, mehr habe ich den Ganzen eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Das war auch verdammt nochmal lang genug für so eine kleine Taschenlampe. Und das Gute ist, es steht hier auch auf Chinesisch. Ja, Dankeschön. Mach jetzt gut.